Good morning! Welcome zu einem neuen Video. Wie geht's, wie steht's? Uns geht's super. Wir haben einigermaßen ausgeschlafen. Ausgeschlafen? Echt? Ja. Ja. Also ich bin mit meinem Wecker aufgewacht. Mit meinem neuen Wecker. Ach, mit dir hat es geklappt? Ja. Erst muss man das hier in Einkaufsgebiet, das war geil. Und ja, ich bin ausgeschlafen. Mega, ja, ich mich eigentlich auch. Ich glaube 7,5 Stunden, 8 Stunden geschlafen. Was immer mehr. Ja, Formchecks liefen, denke ich, auch ganz gut bei uns beiden. Mein Gewicht ist 200 Gramm hochgegangen, aber stabil. Und alles läuft heute nach Plan. Ich habe heute 6 Liter Wasser, 6 Gramm Salz, 6, aber nicht 6000 Kalorien, sondern ungefähr 2300 Kalorien. Ja, mit 450 Gramm Kohlenhydraten. Heute ist der erste Ladetag. Wir gehen jetzt ins Training, unser letztes Training absolvieren und danach essen wir. So, John und ich sind hier gerade schon so ein bisschen, ich merke den Kreislauf auch so ein bisschen. Ja, gerade beim Aussteigen. Ja, schon. Man merkt gerade so den Kreislauf irgendwie so ein bisschen, obwohl ich meine, ich bin jetzt eigentlich wirklich nicht unterernährt, aber man merkt es mir trotzdem. Letztes Training. Heute wird echt spannend, weil heute sieht man auch alle Athleten aus allen Klassen und wir haben auch die Kienzel Family getroffen. Ja, da wächst keiner. Machst du negativ Hitler? Und kaum sehen wir Stefan eine Minute, macht er wieder Nazi-Witze. Immer. Ein Statement dazu? Zum Bad? Schaut wild aus. Nachmittag den Formcheck machen, dann ist alles ein bisschen ruhiger. Hoffentlich. Und deswegen soll ich jetzt erstmal schon essen. Wir haben, wie gestern vorbereitet, Rice Pudding, Rice Milk, Wasser, Rosinen, Mango und anderthalb Gramm Salz. Und das genieße ich jetzt. Und dann ziehe ich mich, glaube ich, noch um. Jan pumpt irgendwie noch gerade.
Ich habe mir jetzt nochmal eine schöne Jeans-Shirt angezogen. Einfach nur, damit der Registrierungsmoment ein bisschen offizieller ist. Ich bekomme jetzt gleich meine Nummer. Hallo Sarah! Hallo! Ich habe meine Startnummer 147. Und ja, das war's eigentlich schon. Sarah getroffen, ganz Jahre mit Bikini-Mädels getroffen. Und ich freue mich jetzt total. Ich hoffe, ich finde Stefan noch jetzt den Formcheck. Das ist schon viermal gesagt. Aber das wäre mir noch wichtig. Und dann können wir den Tag über entspannen. Ein Formcheck! Yay, fein! Ich bin sicher, das Bikini zum ersten Mal live. Und? Sehr schön. Ich meinte, es war das schönste Bikini, das ich jemals gesehen hatte. Aber schon anders nochmal wieder andere. Ja, doch anders. Der hat mehr Lila, weniger Pink. Ja. Finde ich besser. Finde ich auch. Ich finde, das macht mich ein bisschen erwachsener. Ja. Ja. Weniger Fuchsia, mehr Pappe. Zurück im Apartment, es gibt mir Nummer 3. Zwei hatte ich auch schon. Zwischen Formcheck und Registrierung von John. Es gibt Reis mit Datteln und Hähnchen. Nur ein ganz bisschen Hähnchen. Angenehm. Ja, also Formcheck mit Stefan hat stattgefunden. Feedback war sehr gut, dass meine Frontpose richtig gut aussieht. Von hinten auch wohl auch besser. Da fehlt noch Glute Density, aber es ist besser letztes Jahr. Und das ist gut. Also, hat mich ja gefreut, das Feedback. Matze von Rap-On war auch sehr begeistert, meinte, ich hätte meine Hausaufgaben gemacht und so gut hätte er mich noch nie gesehen. Habe jetzt immer den Auftrag für heute bekommen, wirklich zu chillen, nichts mehr zu machen. Und das ist auch der Plan. Eigentlich hatte ich noch überlegt, ein Strandshooting zu machen, aber es ist jetzt alles zu anstrengend geworden. Deswegen werde ich jetzt gleich meine Lappy aufklappen und arbeiten und mich nicht mehr bewegen heute. Weil, war jetzt echt lange da. Wann waren wir da? Um 9 Uhr. Und jetzt ist es 1 Uhr. Also hat alles länger gedauert als gedacht. Weißt du, darüber wollte ich ganz gerne auch mit dir heute sprechen. Weil wir ja wissen, das ist ja auch schon oft dabei angesprochen, das Thema Selbstbewusstsein, Thema mentale Stärke ja auf jeden Fall etwas ist, woran du arbeiten möchtest. Und ich habe nämlich mir lange Gedanken gemacht, wie ich unser Coaching noch verbessern kann und wie wir das Ganze einfach auf ein neues Level heben können. Und du weißt ja auch, dass ich mich viel mit dem Thema mentale Stärke und Mindset beschäftige. Und das möchte ich einfach noch mehr in das Coaching implementieren. Und da möchte ich dir gerne das Angebot machen, dass du dein Coaching upgradest. Und zwar habe ich jetzt quasi das Coaching Excellent Attitude Coaching 2.0 gelauncht, wo wir Thema mentale Stärke noch doller coachen. Das bedeutet, es wird jede Woche im 2.0 Coaching ein Mindset Call geben. Das heißt, du hättest die Möglichkeit, jede Woche am Mittwoch um 18 Uhr in dem Gruppencall teilzunehmen. Der findet dann mit mir persönlich statt. Das heißt, du hättest jede Woche mit mir einen Call, so ungefähr 30 bis 40 Minuten, wo ich eben Hilfestellung gebe in Bezug auf, wie kann ich mit meinen Gedanken umgehen, wie kann ich mein Selbstbewusstsein verbessern, wie kann ich meinen Tagesablauf so strukturieren, dass ich alle Ziele erreiche, wie weiß ich überhaupt, welche meine Ziele sind, wie kann ich Kontinuität aufbauen und vor allem auch, wie kann ich eben mehr an mich glauben, Selbstzweifel besiegen. Wie klingt das für dich? Recht gut, oder glaubst du, dass es genau das ist, was du brauchst, um ja, dein Selbstbewusstsein anzuheben? Einfach ein anderer Vibe und ich habe generell aber auch sehr das Gefühl, dass Bodybuilding in den USA oder auch in Kanada einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat und auch wie die Leute untereinander sind. Also hier in Deutschland vor allem haben wir wirklich so Lager. Na, also ich weiß nicht, wie extrem ihr das mitbekommt, aber es gibt so ESN und dann gibt es Big Zone und also Smilo Dogs, also vor allem in Spanien, finde ich, hat man sehr stark gemerkt, jetzt bei dem Wettkampf vor 3 Wochen und es ist überhaupt nicht schlimm und ich finde, man war dann immer wieder positiv überrascht, dass man dann doch auch mit den anderen gesprochen hat, aber das ist der Fakt, dass man sich so denkt, ach krass, irgendwie
ist jetzt noch nicht voll der Hate hier, aber trotzdem merkt man, wenn man es ja auf YouTube auch so ein bisschen verfolgt, irgendwie schwingen hier ganz komische Vibes teilweise so untereinander. Und ich habe das Gefühl, in Amerika vielleicht, oder wir kriegen es einfach nicht mit, aber war es irgendwie so ein bisschen mehr so ein, wir haben einfach Bock, Bodybuilding zu machen und mit den anderen Athleten hinter der Bühne zu quatschen, mit anderen, mit der Amanda zum Beispiel, die ist dann auch von Toronto nach Alicante geflogen, mit der habe ich hier Stunden gequatscht, die ganze Zeit, die war so nett. Oder auch andere, die man kennengelernt hat. Also es war noch so ein bisschen mehr connecten, netter miteinander, würde ich sagen. Ich glaub, weniger, wir fighten hier gerade alle gegeneinander, sondern eher so ein... Ja. Ja. Ich glaube, man kriegt das nicht so mit, wenn man dann nicht so mit, nicht so mit denen connected ist. Ich glaube, da ist eher so, die Lager unterscheiden sich so, wer ist in welchem Coaching-Team. Ah, ja. Ich glaube, das ist da so ein bisschen präsenter. Ja. Weil ich glaube, das Sponsorenthema ist zwar schon Thema, aber nicht so ein Thema wie ich jetzt hier bei uns. Mhm. Weil in Deutschland gibt es halt so diese 2, 3, 4 Lager vielleicht. Ja, das stimmt. Und dann entweder du bist halt bei ESN oder du bist halt bei Wixo und so. Und da ist dann nicht so viel Schnittstelle irgendwie. Mhm. Weil entweder du kaufst mit dem Kult bei ESN oder du kaufst mit dem Kult bei Wixo. Und das merkt man dann schon irgendwie, aber auch, weil das auch so ein bisschen vorgelebt wurde. So in der Vergangenheit. Also ich habe das Gefühl, es wird jetzt ein bisschen besser hier bei uns. Ja. Aber es gab mal so eine Zeit, da wollten halt die Sponsoren auch nicht, okay, du darfst mit dem Athleten kein Video drehen und du darfst mit dem nichts machen und so. Okay. Das war ein richtiges Thema und war auch Käse, ja. Aber dann hast du halt auch irgendwie Angst, sowas falsch zu machen, weil der Sponsor bezahlt dich, du hast Verträge, die du nicht brechen willst. Ne? Und dann ist es immer nicht so ganz klar definiert. Und ich glaube, dadurch ist es ein bisschen entstanden. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Und ich glaube, in Amerika ist es eher so ein bisschen Coaching-Teams. Ja, und vor allem, weil die Big Coaches haben meistens dann auch ihre Supplement-Marke irgendwie so hinter sich. So, dann hast du es damit halt schon involviert irgendwie. Ja, genau. Aber grundsätzlich fand ich den Wettkampf in Amerika schon richtig cool. Ich auch. Ich hatte das auch direkt so, nach meinem ersten Wettkampf in Amerika war ich so, boah, ich will nur noch hier starten. Und ich kann gar nicht so diesen Grund nennen. Vielleicht auch einfach, weil man sich noch so ein bisschen exklusiver fühlt, weil nicht jeder in Europa ist halt in Amerika. Sondern das machen halt die, die sagen, okay, ich mache jetzt den Step, ich investiere mehr Geld, ich fliege jetzt 10 Stunden nach Amerika. Und weil bei mir ist ganz krass im Kopf verankert, dieser Satz, da spielt die Musik. Ja, Gianni und ich hatten gerade einen sehr coolen Call in der Access Community. Wir haben so ein bisschen über unsere Wettkampfhistorie gesprochen, über unser Mindset, was wir so gelernt haben die letzten Jahre. Und es war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt vor dem letzten Meal gehen wir nochmal einkaufen. Wasser gibt's noch und ja, ein paar Sachen. Ich muss überlegen, was ich für Sonntag brauche, was ich für Sonntag noch so brauche. Ich nehme auch nochmal Rice Pudding mit. Ja. Hast du dich eingedeckt schon? Aber einmal nehme ich es zurück und ich schon mit. Muss drücken, gut. Ich werfe die auch mit rein. Ja, das ist voll lightweight. Ja, ich gedacht, das ist ein Vollfetter. Der schmeckt wie Vollfetter, 23 Gramm Protein. Ja, das haben sie dann auch für Vollfetten, aber die haben halt dann noch Kalorien ohne Ende. So, Leute, ich sehe hier gerade noch ein paar Bilder von dem Special Guest von Ramiro. Das können wir sagen, wie er heißt. Er ist Ramiro, der hier ist und Bilder und Videos macht. Und das ist super cool, weil er hat heute echt richtig schöne Bilder gemacht. Ja. Findest du die auch cool? Ja. Ja, voll. Noch Videos macht er gut, deswegen die nächsten Tage sind safe und vor allem auch der Showday ist safe mit gutem Content. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr. Lasst unbedingt ein Abo für den Kanal da, wenn ihr die Videos und die Bilder sehen möchtet. Filmt er jetzt doch auch? Er filmt so ein bisschen mit. Wir haben leider kein Mikro für seine Kamera, weil er ist eigentlich kein Videograf, sondern macht eigentlich nur Fotos. Aber ich hatte ihn so ein bisschen gefragt, kannst du auch ein bisschen filmen? Und er kann gut filmen. Er hat auch eine Kamera zum Filmen, aber ohne so externes Mikro. Das heißt, es kann sein, dass wir, vielleicht mache ich auch ein Voiceover oder so, ich schaue mal, wie wir das für den Showday am besten machen. Aber genau, es wird auf jeden Fall cool und die Bilder sind safe und die Bilder sind einfach cool und ich mag Bilder auch sehr, sehr gerne. Schaut auf jeden Fall unbedingt bei Insta vorbei, Jules Bikini, und lasst ein Abo hier da. Und ja, es kommt auf jeden Fall, für morgen kommt ein Video, Showday kommt ein Video und dann hoffentlich auch am Montag, beziehungsweise die nächsten Wochen kommen 4 Leute. Ich fliege nämlich am Dienstag weiter nach Vancouver und das wird auch spannend. Was dort passieren wird, da weiß ich noch absolut überhaupt nicht. Ich finde, heute ist jetzt so noch in meiner Komfortzone total, weil ich total weiß, was hier kommt und wer da ist und es sind alle Menschen um mich herum, die ich mag und die ich liebe. Aber Vancouver wird dann so, okay, komplett Neuland und komplett irgendwie Herausforderung. Aber das lieben wir, weil daran wachsen wir. Und wir haben gerade noch unsere Meals gepeppt, oder ich habe schon Meals gepeppt, du auch schon, ne? Zwei?
Genau, ich habe schon 4 Meals, nee, schon 5 Meals gepackt für morgen. Und eins mache ich dann wieder fresh. Genau, morgen wird ein ganz relaxter Tag. Ich werde jetzt mich Bett fertig machen, schlafen gehen, glaube ich, mir keinen Wecker stellen oder irgendwie um 7:30 Uhr oder 8 Uhr, damit ich nicht länger als das schlafe, was eh nicht passieren wird. Aber vorsichtshalber, dann habe ich ein gutes Gefühl. Aber morgen will ich auf jeden Fall ausschlafen. Dann steht morgen eine Massage an, Friseur, aber werdet ihr dann alles sehen. Und ansonsten nicht viel. Yes, danke, dass ihr am Start wart. Heute war ein richtig cooler Tag. Ich finde, so eine Reflexion war heute echt ein cooler Tag. Ja. Ich war so der Vormittag. Ich finde, der ist so vorbeigezogen. Ja, das ging richtig voll. Aber dann auf der anderen Seite waren wir erst um 1 im Auto. Das ist jetzt eigentlich super spät. Aber dafür, dass wir halt um 9 da waren, ne? Ja. War schon spät, 4 Stunden. Und ja, also, wenn man so reflektiert, so welche Menschen wir alle getroffen haben. Ja. Und was das so alles war. Ja, richtig cool, richtig krass. Ich hoffe, dass es so ein bisschen wieder rüberkommt. Danke, dass ihr am Start wart und wir wünschen euch eine gute Nacht.